Für dieses Video hat mir MCO Plus das Mikrofonset LVD2M zur Verfügung gestellt. Die Sprachqualität hört ihr auch gerade und das Set kostet auch nur 32 Euro. Es hat definitiv ein paar Vorteile, es hat aber auch ganz klare Nachteile. Und die besprechen wir jetzt nach dem Intro. Ich würde als erstes die Features besprechen, um danach auf die Sprachqualität besser eingehen zu können. Das Mikrofon hat einen Schalter, man kann zwischen der Aufnahme auf dem Smartphone bzw. auf der Kamera umschalten. Das ist praktisch, beide Aufnahmegeräte haben ja viele Haushalte zu Hause, ja, und da ist man eben flexibel. Ein großes Manko ist aber, dass man ja zwei Mikrofone bekommt, also was zum Beispiel ja für Interviewsituationen ganz interessant ist. Man hat aber nur die Möglichkeit, in Stereo aufzunehmen. Fragen sich jetzt vielleicht einige, warum ist das ein Nachteil? Naja. Ein Mikrofon ist erstmal eine Monoaufnahme. Also man hat zwei Mikrofone und jede könnte davon eigentlich eine Monospur bespielen. Ich hätte auch gehofft, dass das genauso funktioniert, das Set, dass ja halt ein Mikrofon auf einer Monospur zu hören ist. Und ja, man hat ja bei Stereo im Grunde zwei Monospuren. Dadurch hätte ich halt zwei separate Spuren, die ich bearbeiten kann. Also für jedes Mikrofon eine Stereospur. Einmal die linke und einmal die rechte Spur, die ich bearbeiten könnte. So hätte ich halt jeden Sprecher zum Beispiel auf einer separaten Spur und wenn der unterschiedlich laut spricht oder wenn er gerade an seinem Mikrofon rumfummelt, während der andere spricht, kann ich die ganze Spur halt stumm schalten. Und das geht aber nicht, denn ja, man hat nur eine gemischte Spur. Das heißt, die Kabel sind so angelegt, dass beide Mikrofone auf einer Spur landen und ja, ich kann dann in der Nachbearbeitung die beiden Spuren nicht mehr auseinanderhalten. Es gibt ja auch keine zum Auseinanderhalten, ist ja einfach eine Stereospur für beide Mikrofone. Im Grunde ist das auch ein bisschen fake, weil eigentlich hat man eine Monospur, die halt einmal auf den rechten und einmal auf den linken Kanal gelegt wird. Und damit haben wir dann auch gleich noch ein anderes Problem, nämlich die Verstärkung. Wenn man zwei Sprecher hat, reden die in der Regel nicht gleich laut und zum anderen ist auch die Position des Mikrofons nicht immer gleich weit vom Sprecher oder vom Mund entfernt, so dass die Lautstärke auch bei den beiden Mikrofonen variiert. Das heißt, der eine Sprecher ist ein bisschen leiser, der andere ein bisschen lauter. Ich habe aber keine Möglichkeit bei diesem Set, das zu korrigieren. Weder in der Nachbearbeitung, ja, noch in der Vorbereitung, indem ich zum Beispiel zwei verschiedene Settings für den Gain einstelle. Geht einfach nicht. Jetzt kommen wir damit nämlich auch zur Sprachqualität. Vom Hocker gehauen hat die mich nicht, aber wir sind hier bei 32 Euro für zwei Mikrofone, da erwarte ich das auch ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja aber trotzdem noch ein Problem, das hat wieder mit den Spuren zu tun. Ihr hört mich jetzt in einer relativ optimalen Situation, ich habe einfach beide Mikrofone auf meinen Mund gerichtet. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich eins in den Raum reinhalte. Ein Mikrofon zeigt jetzt einfach von mir weg und nur noch ein Mikrofon ist direkt bei mir für die Aufnahme zuständig. Man sieht schon, dass die Tonspuren etwas leiser werden. Vielleicht war das Mikrofon halt näher als das andere jetzt bei mir dran. Was aber halt auch passiert ist, dass ich den ganzen Raumklang, den ganzen Hall und so weiter einfach nur noch verstärke damit. Und das passiert ja zwangsläufig, wenn ich zwei Personen aufnehme und permanent beide Mikrofone an sind. Jetzt wieder zurück zur besseren Aufnahmequalität, aber so müsst ihr euch das halt vorstellen bei eurem Setup. Wollt ihr also wirklich nur eine Person damit aufnehmen, dann wäre es ratsam, beide Mikrofone bei der einen Person zu platzieren, denn es gibt keine Möglichkeit, eines der beiden Mikrofone abzuschalten, weder in der Vorbereitung, während der Aufnahme noch in der Nachbearbeitung. Soviel zur Sprachqualität, kommen wir also zum Zubehör. Und das finde ich ein bisschen unausgewogen, sagen wir es mal so. Es ist eine unnütze Handyhalterung dabei, die zusätzlich auch noch ganz schön gestunken hat. Für was brauche ich eine Handyhalterung? Ich habe hier Mikrofone. Dann sind vier Klemmen für die Mikrofone dabei, habe ich auch nicht so ganz verstanden, zumal nur eine Batterie dabei ist. Wahrscheinlich brauche ich eher mal eine von den Batterien als eine von den vier Klemmen bzw. Halterungen. Ja, kommen wir zum Abschluss jetzt. Man kann sich schon so ein bisschen seinen Ton verbessern, gerade für 32 Euro ist das ganz okay, finde ich. Man bleibt aber insgesamt relativ unflexibel und ich glaube, wer mit so einem Set dann mal gearbeitet hat, der ist dann eher bereit, mehr Geld auszugeben. Also könnte man ja auch gleich mehr Geld ausgeben. Also warum ist man da bereit, mehr Geld auszugeben? Weil man halt sieht, wo die Nachteile bei so einem Set sind. Und ich hatte zum Beispiel mal von Komica ein Funkmikrofon-Set getestet, das genau das alles richtig macht, was ich jetzt kritisiert habe. Das ist natürlich mit 200 Euro relativ teuer. Aber das bietet halt die Möglichkeit, zwischen Mono und Stereo umzuschalten und die beiden Mikrofone können unterschiedlich kalibriert werden. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schaut jetzt mal in der Endcard, da kommt noch ein Video zu einem Stereo-Breakout-Kabel, das im Grunde auch sowas Ähnliches macht. Das erlaubt es dann an eine Klinkenbuchse zwei verschiedene Mikrofone anzuschließen und die können dann auch separat nachbearbeitet werden.